Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei einem neuen Part The Hunter Primal. Ja Leute, sorry, dass nicht wie angekündigt gestern ein Part komisch. Ich habe es auch im anderen Video schon erklärt und zwar, ich hatte wahnsinnige Zahnschmerzen und habe sowieso diese Woche Mittwoch Termin. Und ja, dann dachte ich mir, ja, gehst nicht zum Zahnarzt bzw. zum Notdienst müsse, sondern wirst überleben, aber war echt Wahnsinn. Es ist Gott sei Dank jetzt weg, aber Zahnschmerzen ist so asozial. Kannst du euch sagen, wisst ihr doch bestimmt alles selber. So, Leute, wir haben im Livestream weiterzockt. Im Livestream lief es eigentlich recht gut. Für meine Verhältnisse kann man sich da echt nicht beschweren. So, jetzt haben wir hier da oben wieder Pakete. Aber das ist jetzt ganz so oben vom Vulkan dort hochzukommen, ist echt assi. Also, ich bin aber am Stream einmal komplett außen rumrennen müssen. Und durch das, dass ich jetzt ja woanders spawne, wie da, wo ich auslogge, weiß ich jetzt nicht, auf welcher Seite ich bin, beziehungsweise wo ich bin. Und habe jetzt eigentlich auch keine Lust, jetzt wieder komplett außer rum zum Rennen, weil da gehen jetzt bestimmt 15 Minuten drauf und ich kann da jetzt eh nicht überlaufen und ich glaube, ich muss in die Richtung. Das heißt, ich müsste da runter und ganz außer rum. Deshalb werden wir das jetzt mal verschieben. Dann schauen wir mal auf unsere schlaue Karte. Und dann würde ich sagen, wir laufen mal nach oben. Wir laufen mal nach oben. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen jagen gehen. Weil Equipment sind wir auch ganz gut dabei hier. Wenn da die kaufe ich mir allerdings am Anfang, weil wir sind jetzt Level 10. So, Munition auch dazu. Und sogar ein Zielfernrohr für die Handgun. Und Pumpe immer am Start. Also eigentlich im Nahkampf kann uns nichts besiegen. Ja? Das heißt, wir können jetzt ruhig mal in der offene Fight gehen. So, hier liegt noch ein Steinsägrad, den haben wir auch mit. Können wir im Nahkampf dann auch noch einen T-Rex an den Kopf werfen. Im Livestream zwei T-Rex platt gemacht und so, gleich am Anfang in die ersten 5 Minuten ein. Wieder im Camp neibackt und so. Und klar, bin natürlich auch ein paar Mal hops gegangen, aber so im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Aber jetzt gehen wir einfach mal. Bisher war ja eigentlich immer nur den. Wow. Ist von Leuchtschmetterling. Der wohl im Kernkraftwerk übernachtet, so wie der geleuchtet hat. Ja. Bisher bin ich eigentlich immer nur so ums Überleben und habe ja gar den Spielsinn eigentlich gar nicht richtig genutzt. Weil ich kam ja nie weit. Oh. Oh nein. Obwohl mit der Pumpe können wir die eigentlich wegmachen, oder? Mal kurz meine Waffe laden. Dass wir da dann vor dem Affe stehen und dann erstmal nur nachladen müssen. Ja, bisher ging es ja immer nur so ums Überleben, Waffe sammeln und so. Und der Ziel von dem Spiel ist ja eigentlich auch, dass man quasi farmt bzw. jagt. Spuren suche. Das sind die Kleinen. Das ist ja sehr schön. Oh, ich war mit dem Spray vergiftet. Das ist ja sehr schön, wenn diese Kleinen sind. Die Kleinen geben nämlich really nice EXP. Sind really nice zum Killer. Seid ihr denn, meine Kleinen? Mikro bisschen weit weg, glaub. Hoffe, man hat mich gehört. Uhu. Da ist er ja. Eins. Denk mal eh gleich auch noch ein Gesicht, ich weiß es jetzt schon. Irgendwie ist es da am Hang ein bisschen scheiße. Muss mein Mautlager auch so. Die rollen alle da runter. Ist doch kacke. Heute machen sie mal, aber ganz schön schaffen die Dinger.
treffe sie aber auch nicht. Alter, willst du mit Rolle? Ich sehe sie nicht. Sind nur mindestens zwei am Start, am Schlüssel. Ey, wie ich verrege jetzt an den kleinen Teilen, dann raste ich aber aus. Das wäre dann der Lacher hoch 10. Sind die jetzt weg? Das ist ein blauer. Habt ihr gesehen? Der war ein bisschen blau. Blaue Stacheln hat er gehabt. So, haben wir alle jetzt. Hier ist Blut. Hier ist er noch kackt. Wahrscheinlich ein Angstschiss war das. Bestimmt beim Wegrennen. So Leute. Das ist mir egal jetzt der Rest. Und gucke da, dass ich da wieder ein bisschen zu kräftig komme. Ja, das haben wir Spurverfolger. Da ist wieder ein Kegel. Ne, das ist, die sind da hochgekommen. Da unten haben wir gleich ein Camp. Checken wir natürlich ab. Ja, die ist ganz schön Welle geschlagen, hä? Habe ich unterschätzt. Schon Power Kaffee. Oh, schönes Plätzle hier, ha? Sehr idyllisch hier. Im Fels in der Mitte. Wenn wir jetzt bei der Forest würde ich hier mal Lager machen. So eine Lichtung im Wald. Oh. Mal sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Bekleidung? Haben wir da auch? Ne? Da haben wir schon mal ein bisschen Tarnklamotten am Stiessel. Ein Pilz. Zack. Trinkt der Pilz? Steht nichts dran. Oh, da haben wir sogar Strong. Ja, dann haben wir mal die blöde Mütze mal weg da. So, ist ja jetzt einheitlich da das alles, oder? Außer das T-Shirt, das ist noch orange. So Leute, es geht weiter. Weiter auf der Pirsch. Im Wald ist immer ein bisschen blöder, offenes Gelände wäre mir lieber. A, sehe ich da weiter. Und B, sind glaube ich die Triceratops, auf die ich eigentlich jagen will jetzt so. Sind die glaube ich eher auf freie Fläche. Also auf Grasfläche und nicht im Wald. Zauber kennt aber nur, ist reine Vermutung. Wo haben wir wieder ein Paket, das nehmen wir natürlich mit. Da würden chillige Partei.
Obwohl, kann man bei der Hunter Primal nie wissen. Wer weiß, was hinterm nächsten Baum lauert. Oh nein, ich höre sie schon wieder. Schade, dass man nicht so aus der Hüfte schießen kann, Mann. Weil das Avisieren, das dauert A viel zu lange, im B ist man dann total unmobil. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Gut, 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 gut. Weh, der kann mich jetzt durch den Baum fressen seitlich, dann rascht ihr aus. Warte mal, wir können den Stall werfen. Jetzt verschrocken. Nummer 1 wäre schon mal down. Also ich weiß jetzt auch dank im Stream, wo ich nachzielen muss. Was ist für Geräusch? Renn hier mal noch ein bisschen rum, ziemlich höher. Und da ist aber noch was Größeres dabei, oder? Heidi. Hundertsiebenundfünfzig XP. Nochmal 157. War aber auch eine gute Idee da mit dem, in dem Baum da rein sitzen. Beziehungsweise, was heißt eine gute Idee? Ich hatte halt auch echt Luck, dass sich das so abgehoben hat. Und dann zwei Schüsse, zwei Kills. Das ist auch nicht NOS-like. Ist man von mir normalerweise auch nicht gewöhnt. Gewöhnt. So, weiter auf der Jagd. Can't be touched, can't be stopped. Hat er einmal ein bisschen was überlebt. Hat er gleich große Klappe, der Kerl. Ja, muss man auch. Darf man auch dann. Prost.
Power Kaffee. Har, 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 har. Beim Gyno ist nur etwas schwer, dann Viecher zum Hören. Und was sich auch meiner Kenntnis entzieht, ist, ob die mich dann auch schlechter hören. Wobei, ich sag's mal so, ein T-Rex spürt man. Weil er wackelt sogar das Bild. Aber man hört halt auch nichts atmen, gell? Gehen wir da hoch. Okay, kommt eine freie Fläche. Nice. Können wir da eure andere Trizi erlegen? Hör ich da was? What the hell? Alte Scheiße. Wow. Ich sag nichts. Ich hab den nicht gehört, den Typ. Mann, geh da rein jetzt. Mach schnell. Wo sind die anderen? Weil, ihr wisst ja, so ein Fuzzi ist meistens nicht alleine. Ich höre aber null durch den scheiß Regen. Hey, ganz ehrlich, da ist mir ein T-Rex echt lieber. Weil da kann ich mir echt nur verpissen, so, weil man den recht früh hört. Aber die Teile, wenn man die Teile hört, ist es spät. Weil da haben sie euch nämlich auch schon gehört. Und dann wird der Jäger zum Gejagte. Und kommt man jetzt nicht mit, ich darf nicht rennen. Ich kriege hier nicht durch den Wald. Ich kann doch knicken. Mal da runter an den See. Vielleicht können wir doch noch irgendwie einen Triceratops erwischen. Nichts los hier, oder was? What the fuck? Ich mir dachte, hier ist Dinosaurier-Treffe. Aber scheint nicht so. Oh ja, meine Spur. Eine Spur. Aha. Guter Raptor. Eigentlich interessiert den mich gar nicht so arg. Da kam er her, der Kollege. Ah. Oh.
Oder gerade was geatmet? Welch? Aber hallo, ich habe doch gerade was Grunzen gehört. Ich gerade Mund offen, okay, die ganze Zeit. Wo ist er? Wo ist er, der Bengel? Komm raus. Weg dich. Man kann die Spur halt allerdings halt auch rückwärts verfolgen, gell? Das ist das Problem. Weil. Ja. So wie es aussieht, lief er nämlich in die Richtung. Und ich laufe jetzt gerade in die falsche Richtung. Was allerdings halb so wild ist, weil ich habe auf den jetzt eh keinen Bock. Sag ich ganz ehrlich. Jetzt sind wir aufs Wasser, wahrscheinlich sinke ich jetzt Eider und verreck. Nein. Kann die Spuren nicht lösen. Also ich bin schon ein bisschen so im Wasser jetzt, gell? Warte. Ich hab gedacht, ich kann jetzt da auf dem Zeug da laufen und sei dann besser. Weil da im Wald sind die halt echt schwer zum Erkennen, die Teile. Das ist. Der Scharfschütze, das ist so ein Bullshit, Alter. Natürlich. Also da liegt Tode ohne. Davon nicht vergessen. Davon nicht vergessen, wo der liegt. Und du kommst jetzt auch wieder raus. Zeigst dich aber erstmal da oben und bleibst erstmal stehen. Also nicht da, dass ich das sehe und du rennst gleich los. Dann bleibe ich erstmal stehen, dass ich auf die schießen kann. Für Leute, das Geräusch, was die machen, ist schon so nervig, gell? Ich sehe den nicht, den Typ, gell? Doch, ich sehe ihn. Da ist er. Aber so weit kann ich mit dem Revolver, glaube ich, nicht schießen. Ist der weit weg, Digga? Naja, der wird eh nicht kommen, glaube ich. So, wir holen jetzt den Tode da unten noch schön, dass wir die XP kriegen. So, da machen wir ein Foto, weil der liegt schön da. Sieht schön aus, gell? Kommt der andere doch? Ich sehe einen Renner da oben. Hol uns. Den nehmen wir noch mit in den Part. Weiß ich, kommt nicht raus. Oh, ich komme jetzt hoch, dann steht er da oben. Warte, dann habe ich die falsche Waffe in der Hand.
Oh, Digga, ich seh dich. Was ist denn ein Hügel da? Ein freies Schussfeld. Ich muss aufpassen, gleich steht da vorne. Oh, hab ich schon ein bisschen Schiss jetzt, gell? Daneben. Ich verbrauche viel zu viel Muni für die Teile, gell? Aber. Nochmal noch. Aber Leute. Aber. Jetzt in dem Part 4 so Teile bleibt gemacht. Würde sagen. Ganz okay, oder? So Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.